Ja, halli, hallo, hallöchen, meine lieben Bienenfreundinnen und Freunde. Heute in diesem Erklärvideo geht es um die Umweiselung eines Volkes. Umweiseln möchte der Imker eigentlich immer dann, wenn er nicht zufrieden mit der Bienenkönigin ist. Das kann mehrere Gründe haben. Das kann zum Beispiel im Alter der Königin liegen. Alte Königinnen legen nicht mehr so viel und werden öfters abschwärmen wollen. Das wollen wir nicht unbedingt haben, denn die Legeleistung, die ist diejenige, die auch im Honigertrag dann zu Buche schlägt. Die zweite Möglichkeit ist, dass die Königin einfach zu lieb ist, also die Genetik dahinter. Also die Königin selbst ist so lieb veranlagt, dass auch der Putztrieb ein Stück weit ja da bleibt, am Boden ist. Und wenn der Putztrieb dementsprechend herunterreguliert wird, dann kann es natürlich passieren, dass in ein Volk Krankheiten eintreffen, wie zum Beispiel Kaltbrut. Die heilt sich zwar selber, aber wir wollen nicht unbedingt kalkbrütige Völker haben. Und aus kalkbrütigen Völkern werden auch keine Ableger gebildet. Die dritte Möglichkeit, warum man ein Volk umweiseln möchte, und dazu rate ich auch, ist, wenn die Königin einfach zu aggressive Nachkommen legt bzw. zu aggressive Nachkommen produziert. Wenn sie zu aggressive Nachkommen produziert, dann macht es gar keinen Spaß am Bienenstand und es ist nicht so gut für das Nachbarschaftsklima. Daher heute nochmal die Möglichkeit, nochmal in den Bienenstock zu gucken, wie dann so ein Imker mal so eine Umweisung macht. In der Theorie muss ein Volk mit der klassischen Methode 9 Tage königinfrei sein. Das heißt also, ich muss 9 Tage, bevor ich umweisle, das Volk trennen von meiner Königin, die ich ersetzen möchte. Ich nehme also die Königin heraus und dann gibt es eben ein paar Möglichkeiten, die man machen kann. Entweder man nimmt einen Ableger mit dieser Königin, sodass man dann praktisch eine Reservekönigin hat. Aber wenn ich natürlich eine schlechte Königin habe, dann will ich ja die nicht weiter züchten. Und die zweite Möglichkeit ist umbringen, also abdrücken. Wir werden heute das Volk entweiseln und dann eben nochmal 6 Tage warten, bis dann die nächste Königin kommt. Nach der Entweiselung werde ich dann so nach 3, 4, 5 Tagen dementsprechend mal reingucken und schauen, wie weit die Weißelzellen produziert worden sind, wenn überhaupt Weißelzellen produziert worden sind. Und diese Weißelzellen werde ich ausbrechen, so dass dann praktisch die Brut nicht mehr das junge Stadium hat, dass das Volk erlaubt, aus diesem jungen Brutstadium die Königin zu ziehen. Und dann kommt hoffentlich meine Superkönigin und die setze ich dann praktisch ein. Nochmal der Vorgang. Volk entweißeln. 3 Tage bis 5 Tage mal kontrollieren. Nachschaffungszellen brechen. Danach, nach 6 bis 9 Tagen, einsetzen der Königin im Versandkäfig. Wie das dann funktioniert, das werde ich dann genau nach 9 Tagen oder nach 6 Tagen dementsprechend in diesem Video nochmal zeigen. Ja, um ein Volk zu entweiseln, öffne ich das Volk und schaue jede Wabe durch, um dann gegebenenfalls meine Königin, die ich nicht mehr haben möchte, zu finden. Und das machen wir jetzt. Das ist der erste Weg. Dann sperre ich sie ein in Form eines solchen Königinzeichnenrohr. Das kann ich als erste Verwahrung auch dementsprechend mit an den Stand nehmen. Und dann überlege ich, was ich mit ihr mache. Ich öffne also meinen Kasten. Schau, wie sie reagieren erstmal. Und sehe, okay, die sind nicht so wild. Und jetzt wird jede einzelne Wabe durchgeschaut. Ich ziehe mir eine Wabe und lege sie mal beiseite, dass ich ein bisschen mehr Platz habe, so dass ich dann praktisch jetzt dementsprechend hier direkt ins Volk reinschauen kann und mir die einzelnen Waben ziehen und dann schaue, wie es ausschaut, wo meine Königin drin ist. Das mache ich jetzt mit jeder einzelnen Wabe. Sobald ich die Königin habe, schalte ich mich wieder auf und ihr seht die dann, wie ich die dann entnehme. Ich mache das extra ohne
Handschuhe, da ich mit Handschuhen die Königin auf jeden Fall quetschen könnte. So, jetzt erstmal durchschauen, suchen und bis gleich. So, wir haben die Königin gefunden. Sie ist wunderbar gezeichnet. Eine wunderschöne Königin, wie wir sie hier sehen. Die mit der 5. Ja. Ich nehme einfach diese Königin dann an ihren beiden Flügeln und nehme sie aus dem Volk raus. Da ist sie. Da ist sie, meine schöne Königin. Und jetzt wird sie einfach in diesen Käfig reingebracht. Vorteil von der Königin ist, oder von Königin an sich ist, sie sticht nur einmal, und zwar, wenn sie geschlüpft ist. Da ist sie. Guckt euch dieses wunderschöne Viech an. Ha? Da läuft sie. Und die muss umgeweißelt sein. So, jetzt habe ich das Volk dementsprechend weißelos gemacht. Und das Volk wird jetzt nach 2 Stunden merken, ups, die Königin fehlt ja, wird aufbrausen und versuchen dann mit aus jüngster Brut neue Königin zu ziehen. Das ist das, was ich ausnutze. So, heute ist unsere Superkönigin von Österreich angekommen. Sklenarlinie, hier haben wir die Zugkarte. Karnika, Sklenarlinie 47-1948, die zeichnet sich für robuste Bienen mit viel Ertrag und liebe Bienen aus. Und ich werde die jetzt für die einsetzen in den Stock, den ich das letzte Mal entweißelt habe, vorbereiten. Dazu nehme ich einfach diesen Versandkäfig. Der Versandkäfig ist so aufgebaut, dass ein bisschen Platz ist, wo dann die Bienen dann reinkommen. Mit der Königin, also die Königin mit den Begleitbienen, und dann ein Zuckerteigverschluss gebracht wird. Dieser Zuckerteigverschluss, der hat dann hier unten auch nochmal eine weitere Sicherung. Eine Plastiklasche, die dann praktisch ausgebrochen werden muss, wenn man diese Königin einsetzt oder natürlich nach oben gebogen wird. Das Ziel des Einsetzens der Königin mit diesem Versandkäfig ist, dass sich das Volk zur Königin durchfrisst und dann dementsprechend auf jeden Fall die Königin akzeptiert. Gleichzeitig wird der Weißelduft durch die Löcher im Stock verströmt. Und das ist die Theorie dahinter. Praktisch wird es vorbereitet, indem wir einfach so ein Streichhölzchen nehmen. An diese Streichhölzchen nehmen wir eine Schnur, auch in einen Versandkäfig, und dann wird es zwischen die Wabengassen gehängt und über Nacht ausfressen gelassen. Der erste Schritt ist also die Vorbereitung des Versandkäfigs zum Einsetzen. Der zweite Schritt wäre dann am Stock, machen wir gleich, das Ausbrechen aller Weißelzellen, aber auch aller Spielzellen. So, Königin vorbereitet. Die Länge der Schnur, die reicht auf jeden Fall, dass sie schön im ersten Drittel bis zur Hälfte in den Wabengassen sitzt und somit dann sich dann ausfressen lassen kann. Nach dem Ausbrechen warten wir 2 Stunden, Minimum 2 Stunden, das kann auch ein bisschen länger sein, bis dann das Volk merkt, aha, ich bin weißelos oder ich habe keine Weißelzellen mehr oder auch keine Spielzellen mehr. So, gehen wir dann direkt zur Vorbereitung am Stock und des Ausbrechens der Weißelzellen bzw. auch der
Spielzellen. So, heute ist das Wetter nicht so schön, deswegen benutzen wir ein bisschen Rauch. Und jetzt gehen wir vor und gucken jede einzelne Wabe durch nach Spielzellen sowie dann auch dementsprechend nach Weißelzellen. Und diese werden dann ausgebrochen. Die ersten kann ich schon mal weglassen, weil die sind noch nicht voll ausgebaut, wie man hier sieht. Aber wenn wir uns dann zum Brutnest vorarbeiten, dann können wir mal die einzelnen Waben ziehen, schauen drauf. Hier haben wir keine Spielzelle und auch keine Weißelzelle. Auch hier haben wir keine Spielzelle und Weißelzelle. Sehen wir hier auch keine. Hier haben wir noch Brut, auslaufende Brut. Das ist auch sehr wichtig, dass es auslaufende Brut gibt, denn eine Königin lässt sich viel, viel besser einsetzen, wenn es keine offene Brut mehr gibt. Und daher ist es ganz gut, dass jetzt eben die Mädels hier komplett die Brut, man sieht es am Eck, verdeckelt haben und somit dann praktisch auch keine offene Brut mehr drin ist, die dann eben ein bisschen die Einsetzung der Königin verhindert. Auch hier größtenteils verdeckelte Brut, also ich sehe auch keinerlei andere Brut mehr, die offen ist. Stifte auch nicht, das wollen wir ja. Wunderschön ausgebaute Wabe, aber ansonsten nichts. Das gleiche, schön verdeckelte Brut, auslaufende Brut. Hier wird noch ein Drohn praktisch verdeckelt, aber Drohn, da oben sieht man Drohn. Hier, da ist ein Drohn, der wird verdeckelt, aber die Drohnen, die machen ja nichts aus. Hier unten sehen wir Spielzellen, hier am Eck, diese Spielzellen breche ich einfach aus, mache sie kaputt und somit ist die Sache geritzt. Hier sehen wir auch nochmal Spielzellen, sogar Königinnenzellen, die sie hier produziert haben, brechen wir aus. Auch hier brechen wir die Weißelzelle aus. Wir bringen sozusagen die Königinnen um. So, jetzt habe ich die Weißelzellen, hier sieht man auch die Königin, die ist verdeckelt, Weißelzellen dementsprechend gebrochen. Guck noch weiter, also wir haben jetzt Weißelzellen drin. Hier auch wieder angebaute Weißelzellen, beziehungsweise Spielzellen hier im Eck hier oben. Ja, die mache ich auch kaputt. So. Guck noch mal genau durch, ob ich jetzt ja auch alle Weißelzellen vernichtet habe. Schaut bei der Wabe gut aus. Hier sehen wir viel Drohnenbrut. Das, was wir hier sehen, diese Höcker, das ist viel Drohnenbrut. Das heißt, die Königin hat noch vorher ein paar unbefruchtete Eier gelegt, bevor ich sie abgedrückt habe. Das ist auch mein Drohnenrahmen. Das heißt also, wir haben auch hier auf jeden Fall den Drohnenrahmen ausgebaut. Natürlich schneide ich den dann praktisch, wenn die Königin richtig eingesetzt wurde. So, erste Zarge wurde kontrolliert. Wir gehen zur zweiten Zarge über. Gehen ein bisschen Rauch drauf, nicht zu viel.
kontrollieren auch hier, ob wir noch weiße Zellen haben. Hier wieder schön auslaufende Brut, sieht man anhand von den verdeckelten Zellen. Hier oben wieder eine Spielzelle. Das hier ist eine Spielzelle, also so ein Spielnäpfchen, welches ich dann auch nochmal kaputt mache. Hier haben wir nichts nur auslaufende Brut, eigentlich keine neuen Weißelzellen. Schön auslaufende Brut, eigentlich sehr schön im Brutbild auch, geschlossen. Ja, aber wie gesagt, bei dem Stock ist leider Gottes Kalkbrut aufgetreten, deswegen muss man die Königin abdrücken. Hier unten dann nochmal Spielnäpfchen, die ich jetzt gerade kaputt mache, also das da. Hier nochmal Spielnäpfchen, die kann ich alle wegdrücken. Hier auch, hier unten, mache ich einfach so ein bisschen kaputt und fertig, sodass da gar nichts anfängt. Der Stock. Dass der sich nicht irgendwie an irgendwas meint, hier Königin drin zu haben. Man sieht, dass schon seit 6 Tagen ungefähr die Königin fehlt. Da wir eigentlich nur noch auslaufende Brut haben und nichts bestiftet. So, die Brutzarge haben wir jetzt auch dementsprechend kontrolliert. So, dass wir alles wieder schön zusammenschieben. Rund zerquetscht. Den machen wir gleich raus. So. Ordentlich alles wieder korrigieren. Sauber machen, wo es Tote gibt. Und dann einfach mit Rauch die Mädels in die Wabengassen treiben oder raustreiben. Ganze Meute zumachen. Zwei Stunden warten. Und dann die Königin einsetzen.
So, das Volk wurde jetzt hier vor 4 Stunden entweißelt. Da wird es Zeit, dass wir auf jeden Fall ganz schnell die Königin einsetzen. Es ist mittlerweile 20 Uhr, es wird kalt und dunkel draußen. Daher fangen wir jetzt an, einfach die Königin zwischen die Wabengassen zu bringen. Wichtig dabei ist natürlich auf jeden Fall nochmal, dass man hier vorne das Plastikteil ausbricht. Und dann steckt man das einfach zwischen die Wabengassen. Und sieht eigentlich ganz gleich sofort, ob die Königin angenommen wird oder nicht. Man sieht hier, dass dann schon jetzt Bienen versuchen, Trophophagie zu machen. Das sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Das heißt, die Königin, die wir jetzt praktisch hier reinlassen, die wird sicherlich angenommen. Es ist keinerlei Aggressivität gegen die Königin, sondern die Bienen gehen sofort mit einem ruhigen Gewissen dann praktisch auf die Königin zu und freuen sich, dass sie ihre neue Königin haben. So, das lassen wir jetzt hier soweit drin, bis dann dementsprechend die Königin freigefressen wurde. Da gucke ich in 3 Tagen nochmal nach.